Zucker, das überrascht mich jetzt. Ich mache bei so Soßen Preiselbeeren rein und karamellisiere die ein bisschen. Preiselbeeren kommt auch dazu. Aber, kommt auch noch. Ja, ja, aber da kommen noch jede Menge bittere Sachen dazu. Deswegen ist es ganz gut, ja, wenn das am Anfang so ein bisschen. Und das sind jetzt Wildknochen, ne? Reh. Das sind jetzt Rehknochen, da ist ja jetzt drin. Also die Rehknochen. Ja. Kann man die man ausgelöst hat vom Filet. Ja. Dann ist da noch feingeschnittener Sellerie, ungefähr so eine Viertelknolle. Ja. Etwas Speck. Riech ich ja schon. Ja, etwas gesalzen auch, also etwas fein ja, gewürzten. Mhm. Man kann aber auch eine Schinkenschwarte dazugeben. Ah ja. Und dann ist noch was drin, ist das Helle? Das Helle ist der Sellerie. Und das ist der Sellerie dann sind noch und Karotten drin. Ja. Bis jetzt das ist es jetzt mal sozusagen das Erste. Das Ganze schwitzt man so ein bisschen in Butter an. Ja. Und da kommt jetzt gleich mal noch der Knoblauch dazu und da geht es dann der Reihe nach dahin. Der ist, glaube ich, schon, das ist der. Das ist der Nein, Ingwer. Das ist Ingwer. Knoblauch. Das kommt jetzt später. Und den kann man ganz so, wie er ist, vollkommen so reingehen. So mit der ja, das glaube ich. Der zieht nämlich voll an, macht dann danach irgendwie, gibt trotzdem ab und am Schluss kann man den wunderbar irgendwie so als Beilage noch mitgenießen und ist hervorragend. Toll. So, ich würde mal sagen, da kann man jetzt dann langsam aber sicher schon mal die ganzen anderen Sachen, also zunächst mal ablöschen mit Wein natürlich. Wein. Ja. Heute ist eine seltene Situation, der Wein ist nicht von mir, Sie haben ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht, weil... Was ist denn das? Ich bin sehr starker Österreich-Wein-Fan. Ja. Also ich denke immer, man muss Wein Sie trinken. Sie tun für den österreichischen Wein das, was ich für den deutschen Wein tue, genau. Aus Überzeugung. Aus Überzeugung. Nur richtig. Aus Überzeugung. Ja. Jetzt, ich würde mal sagen, dann kosten Sie gleich mal den hier an. Das ist nämlich ein wunderbarer Blauburgunder Merlot vom Willy Bründelmeier. Ja, Bründelmeier kenne ich, den grünen Veltliner von genau, ihm. Der ist vorwiegend bekannt geworden durch die Weißen. Ja. Und es ist erstaunlich, dass man im Kamptal sozusagen dann auch noch so hervorragende Rote hat. Oh, schön. Ist der schön. Ja? Oh, der schmeckt so gut, wie das jetzt schon riecht. Das wird auch so. Also zum Wohl. Das Faszinierende ist daran eigentlich, dass es eigentlich eine untypische Rotweingegend ist. Das kann aber ein toller Wein. Es liegt so neben der Wachau. Das ist ganz, ganz irre. Ich kenne auch mehr Weiße aus Österreich. So, jetzt müssen wir weitermachen. Also so. Wie viel tun Sie da rein? Da kommt jetzt ein Liter Blauburgunder. Also schon so eine Flasche? Da kommt fast 1,5 Flaschen kann man reingeben. Ach, ist ja wahnsinnig. Und da geht es dann gleich weiter. Na, da bin ich ja gespannt, was Sie da noch alles rein tun. Da gibt es noch jede Menge, die reinkommt. Und das kann man dann auch gleich mal rüberreichen. Da kommen nämlich so gleich mal die ganzen Beeren noch rein. Also die Heidelbeeren, die Wacholderbeeren. Heidelbeeren? Frische Heidelbeeren. Ne? Frische Heidelbeeren. Wacholderbeeren kann man getrocknete nehmen. Wacholderbeeren. Die braucht man wahrscheinlich auch nicht zu drücken, weil wenn das länger kocht, sieht das ja alles aus. An. Da kann man nach Belieben. Also ich bin ja so ein Rezeptkocher. Ja. Ich auch. Ja, ja, absolut. Endlich mal einer. Ja, ja. Ich halte mich an Rezepte. Ich kann mir nämlich auch nicht leisten zu improvisieren, weil dann geht es mal gut, mal nicht gut. Ja, und bei ich mir finde, auch. Es immer klappt. Geht immer irgendwann mal schief. Ich halte mich auch an Rezepte. Nur etwas, weil Sie gerade Wacholderbeeren in der Hand haben. Das Einzige, wo ich bei den Rezepten fast immer drüber gehe, ist, wenn es da heißt, 4 Wacholderbeeren. Nee, nee. Dann nehme ich schon 14. Ich auch. Und wenn da steht 5 genau. Safranfäden, dann denke dann ich... Dann weiß man ja, die haben wir ein Rad ab. Ja. Ist bei den Wacholderbeeren hier auch. Steht im Rezept 3. Ich gebe immer mindestens 10 Stück. Ich rein. Auch. Wacholderbeeren, also Heidelbeeren kann man ruhig ein bisschen mehr, frische. Weil die haben auch einen schönen Saft, sind ja, sehr wahnsinnig. Süß. Dann kommt dann noch in etwa so ein Teelöffel, würde ich sagen. Das ist ja Kümmel. Enorm, was da alles drin ist. Und dann kommen die Preiselbeeren. Das heißt, Preiselbeeren kann man, die sind nicht immer einfach zu kriegen. Da kann man ruhig mal, wenn man will, so eine Preiselbeermarmelade nehmen. Ja. Also ich kriege die eigentlich ganz wild, so Preiselbeeren kriege ich immer so im Glas. Ja, da muss man nur, also wenn die quasi nicht zur Marmelade verarbeitet sind, muss man immer ein bisschen aufpassen. Ah ja? Weil die werden, manchmal wird das ein bisschen bitter. Ach, tatsächlich? Ja, das verstärkt das Ganze. Aha. Also ich habe da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. So, und dann kommt der irgendwann sozusagen der Hauptteil. Und das sind, da haben wir ja noch die Weintrauben. Ja. Das macht man nämlich zu sogenannten Trebern. Da sind jetzt Weintrauben drin, ganz normale. Ja. Und das drückt man jetzt einfach aus. Ach, das ist das, was dann im Herbst, das, wenn die Weinlese ist, kriegt man das bei jedem Weinbauern. Ja. Normalerweise machen die jetzt ja auch ganz wunderbaren Treber-Schnaps daraus. Ja.
Ganz hervorragend. Na, die Österreicher sind ja sowieso mit den Schnäpsen auch groß. Das ist ja eine Kultur. Da gibt es ja, habe ich jetzt gesehen, ein Führer, so Gourmillot oder irgendeiner, ja, ja, einen für Wein und einer nur für Schnaps. Einer für Schnaps, ja. Das ist unglaublich. Da bin ich leider völlig außen vor. Ich trinke fast keine harten, nee, Sachen. Nee. Immer lieber noch Ich habe eigentlich auch nie so richtig mit harten Sachen was auf dem Hut gehabt. Aber jetzt im Zuge dieser ganzen Weinerforschung in Österreich festgestellt, dass die einfach so gute Sachen haben. Ja, die machen so milde, dass man sie einfach nach dem Essen wunderbar trinken kann. Und da gibt mir jetzt quasi das Fruchtfleisch noch. Das Fruchtfleisch. Na, das ist ja eine wilde Mischung, was da drin ist. Und jetzt kommt das Eigentliche. Und das ist der Wermut. Und bei dem muss man vorsichtig sein. Und die Schokolade haben wir noch. Die kommt dann auch noch. Kommt auch noch Schokolade. Wermut, das ist also praktisch, ich als Kind, wenn wir Magenschmerzen hatten, die Mutter einen Tee gemacht. Der war ganz furchtbar bitter. Ekelhaft bitter, ja. Aber und den gibt es in der Apotheke, ne? Gibt es in der Apotheke. Normalerweise nimmt man Gebirgswermut. Aber ich würde sagen, wirklich nicht mehr als wenig. So gerade mal eine Fingerspitze. Ja. Weil da kann man sich schnell mal irgendwie vertun. Da wird es bitter. Da wird es verdammt bitter. Aber so ein bisschen, und gerade dieses bisschen Bitternis, das ist ja wahrscheinlich der Witz. Das ist der Gag. Das ist toll, Wermutkraut, ja. Da kommt dann noch die Schokolade dazu. So. Richtig bitter Schokolade wahrscheinlich. Richtig bitter Schokolade. Und ich denke mal, dann haben wir einen den habe ich auch noch vergessen. Toll. Den und den Ingwer, ne? Der Benediktiner steht und der Ingwer kommt dann auch noch rein. Der Benediktiner, das kann irgendein Kräuterschnaps sein. Muss jetzt nicht unbedingt. Muss nicht der sein. Genau. Aber irgendein Kräuterschnaps, den man dann noch irgendwie ist. Das ist aber nicht diese 80%. Nein, der hat 40%. Der ist also jetzt nicht so der Ultrahammer. Und dann noch den Ingwer dazu. Und dann und wird jetzt das Ganze in etwa gute 3 Stunden. 3 Stunden. Wahnsinnig. Und dann zieht das richtig durch und da kommt was ganz Wunderbares raus. Oh, also ich hoffe, Sie haben ja schon einen fertigen gemacht. Ich habe einen fertigen gemacht, das natürlich der probieren. Ist schon einigermaßen geworden. Ne? So, das, und das lassen wir jetzt mal köcheln. Gut, super. Im Grunde können wir das auch nachher kochen extra und können dann hier die Pfanne drauf tun, das wird sonst ein bisschen eng vielleicht. Richtig, ja, okay. Ne? Ich stelle es mal nach hinten. Ich bin ja so einer, der dann in der Küche immer gleich wegräumen muss. Ja, das bin ich leider nicht. Soll ich vielleicht zuerst meinen? Ich würde mal sagen, fangen Sie ruhig mal an. Ich würde ja gern noch den anderen probieren auch. Den Weißwein, den Sie Ja, da bin ich sehr gespannt. Da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Das ist wirklich einer meiner Lieblingswinzer. Der ist jetzt wiederum ein Burgenländer, die wiederum sehr bekannt sind für die Rotweine. Ja, und da haben Sie den Weißen. Und da habe ich jetzt einen Weißen her. Ja. Der heißt Sex. Glaube ich jetzt. Schlicht und ergreifend Sex. Und ist ein S.X 1998, genau. Unfiltriert Burgenland vom Preisinger. Ist ein Ruhländer, nennen die das. Also nennen die Rebe, ist ein Grauburgunder. Im klassischen Barrikanbau. Oh. Ungefiltert und ist was ganz Wunderbares. Wow. Also da hat er wirklich einen Volltreffer gelandet. Und der Ruhländer, wie er im Burgenland früher gebraucht wurde, war eine Rebe, die man schlicht und ergreifend immer nur untergemischt hat. Ja. Oder also vor dem Weinskandal war das so der billige Doppelliter. Den hast du in jedem Supermarkt, in bekommen. Und jetzt so haben die sowas draus gemacht. Der hat den kultiviert und hat was ganz Schönes draus gemacht. Damals sind die ja auch nicht im Barrique gebaut. Und die ganzen Methoden haben sich ja verbessert. Sie haben gelernt. Na, da bin ich. Das finde ich ein tolles Mitbringsel. Und das ist sozusagen der Weißwein zum Reh. Was Ach, den trinkt er ja auch zum Reh. Ja, weil er hat so eine Kraft und hat irgendwie irgend so was Eigenständiges, was ich sage, der passt wunderbar. Also, wenn der halb so gut schmeckt, wie die Blume ist, und der wird es bestimmt. Mein Gott. Ah, das ist ja. Na. Ist schön, oder? Da kann man ja einen Pouligny Montrachet wegschmeißen. Richtig, und das ist was ganz Junges. Das kann ich. Das heißt, der müsste eigentlich auch noch liegen. Wahnsinnig. Bräuchte noch ein paar Jahre. Also als Küchenwein viel zu schade, sozusagen, zum nebenbei trinken. Aber heute leider. Ich würde nicht sagen, viel zu schade. Es ist eigentlich nie was zu schade, was man so nebenbei macht. So, jetzt fange ich mal an. Ich mache eine Gemüsepolenta, wobei ich auch, so wie Sie Ihre Soße, schon eine vorweg gemacht haben, denn die muss jetzt dann, wenn ich da fertig bin, 20 Minuten quellen und dann nochmal in der Form, die kommt dann da rein, nochmal 20 Minuten. Kommt dann eine Folie drumherum und da muss das dann nochmal ruhen und dann stürze ich das gleich
Und ich denke, dass das sehr gut sein wird zu dem Wild. Denke ich auch, dass sich das sehr gut ergänzt. Als Soßenträger, wie es so schön heißt. Ja. So, das sind also Zwiebelchen. Ja. Können Sie mir so ein bisschen zum Rühren da? Sowas? Ja. Ich hole mir auch noch mal die Pfanne. Dass die schon mal geschwitzt ist. Ja, einfach nur drücken. Das klassische Gas ist ja in Wien zu Hause auch. Ja. Das ist ja das Schöne. Ich liebe es, auf Wenn Gas man sowas zu kochen. Hat, ist ja toll. Toll. Ganz schön. So. Kommt ein bisschen Knoblauch dazu. Ich muss da noch zugucken, was Sie da so machen. Ja. Das interessiert mich. Es ist auch eigentlich einfach. Also Zwiebel, etwas später den Knoblauch. Das ja? ist dieses Olive mit Sonnenblumen. Das ist ganz angenehm, wenn man. So, und jetzt kommt Karotten, kleingeschnitten. Und Staudensellerie. Ich hab's, also man kann es ehrlich sagen, Polenta habe ich ja noch nie so. Das ist was ganz Form. Anders als die. Die ist oft ein bisschen langweilig, so die normale Polenta. Ich kenne das ja, also als Kind haben wir das immer, also wir waren ein, ich sag mal, sehr, sehr einfacher Haushalt. Ja. Und das gab es ab und zu mal so am Monatsende, wenn irgendwie die Kasse leer war, gab es ja. Polenta mit saurer Milch und mit etwas Speck untergezogen. Aber das war dann quasi nicht mehr durchgezogen. Da war nicht mehr der Hauch zu spüren. Nee, das ist was Besonderes. Eine andere. Rosmarin, frischer Rosmarin, ja? kleingeschnitten. Dann Petersilie, kleingeschnitten. Deswegen eben Gemüsepolenta. Und Basilikum, kleingeschnitten. Und das gibt man schon relativ früh dazu auch, Basilikum. Jetzt und alles ganz früh dazu. Und das habe ich jetzt so ein paar Minuten. Wird das jetzt gedünstet, damit das Gemüse ein bisschen weich ist. Dann tue ich Spinat dazu, aber erst zum Schluss. Dann ein Dreiviertel Liter Wasser, einen Löffel von der Gemüsebrühe von der Clan. Und dann kommt schon Polenta drauf. Kukuruz hat man bei uns Kukuruz. Zu Hause gesagt. Ja. Ne? Und dann kommt das rein wird und dann durchgerührt und auf kleiner Flamme 20 Minuten ziehen. Göttlich. Und da ist es, also so die, oft in Italien kriegt man so diese Schnitten. Diese Schnitten, die dann auch noch rausgebraten sind. Die sind ausgebraten, die sind nicht so groß. Oh, die Schnitten. Ich bin ja ganz stolz, wir haben ja eine eigene Messerkollektion mit, sogar mit einem eigenen Alfredissimo-Block. Sind die nicht schön, die in der Hand? Ja, die liegen in der Hand, das ist irre. Aber vor allen Dingen, was wirklich schön ist. Zwei Dinge sind wichtig, finde ich immer. Gute Messer und ordentliche Gläser. Ja, absolut. Das ist das Einzige, womit man eine Küche schaukelt. Ganz wichtig. Aber was ich wirklich schön finde, ist, dass das so wunderbar abgehangen ist. Da geht das Messer durch die Butter. Ich habe den besten Wild- und Geflügelhändler der Welt. Ja. Das Glück. Hier. Ist nämlich gar nicht einfach, das irgendwie aufzutreiben. Also ich brauche da jetzt mal Salz. Bin ich froh hier. So, Salz ist da, ja. Dieser Wein, das gibt's ja gar nicht. Ist schön, oder? Mein Gott. Aber an den zu kommen, wird schwer sein, ne? Es gibt von dem Wein momentan in Österreich 124 Flaschen. 124 Flaschen? Ja, weil es ist ich ein... die Ehre, eine sozusagen eine zu trinken? Weil es ein Experiment ist. Er hat aber auch... Er hat einen sehr schönen Cuvée auch noch und ich finde den... Ich finde den ganz wunderbar. Der ist unglaublich. Also wirklich, kann mit jedem großen Franzosen mithalten. Absolut. Mit jedem. Und das Schöne ist, er saß mit seiner Frau im Keller und sie haben sich überlegt, ob sie ein Cuvée draus machen oder nicht. Ja. Und dann hat seine Frau gesagt, nee, komm, lass uns was Eigenes machen. Toll. Toll. Und dann haben die das gemacht, haben ein paar Wochen gewartet und haben sie probiert. Und dann haben sie festgestellt, dass der 15 Alkohol hat, was das Gefährliche an dem ist. Ja. Oh, 15%? Ja. Und dann haben sie sich gedacht, na, da müssen wir einen speziellen Namen geben. Deswegen heißt das sehr extrem. Und sehr extrem ist abgekürzt ist das ist das Sex. Und deswegen Sex. Also Humor scheinen die auch zu haben. Guten Wein können sie machen. Und, die Österreicher. Ne? Ja. Ich glaube, sie müssen, ich meine jetzt speziell ihre Freunde, ich glaube, sie müssen mit dem Fleisch anfangen. Ich mache das Fleisch. So, ich glaube, dass ich jetzt schon meine Polenta hier
Ich glaube auch, dass man die irgendwie. Aber ich glaube, das wird jetzt zu heiß hier. Ja, das wird zu heiß. So, ich tue jetzt. Du jetzt das Wasser drauf, 3/4 Liter. Ganz einfach. Ich muss das mal ein bisschen zu reduzieren. Was, kann ich etwas Ihnen helfen? Suchen Sie was? Nee, das wird mir einfach zu heiß werden, glaube ja, ich. Ja, warten Sie noch. Obwohl, das geht. Ja. Und jetzt kommt einfach. Ach, ich habe den Spinat vergessen, das macht gar nichts. Das kann ich jetzt rein tun. Schau, das schaut doch schön aus, ne? Das die ganzen Farben. So, und jetzt tue ich einfach nur das Maisgrieß. Wichtig ist, dass es nicht Maismehl ist, sonst wird es gleich völlig pappig. Das muss Maisgrieß sein. Also etwas gröber. Da gibt es ja so sehr verschiedene Stärken. Ja. Da gibt es einen ganz feinen und es gibt einen ganz groben. Ja, also je gröber, desto besser. So. So. Ich denke, das haut auch hin. Jetzt warte ich, bis das kocht. Ja, ich werde schon mal auf jeden Fall meine Soße. Die Soße, ja. Die vorbereitete. Jetzt ist hier noch gar kein Feuer. Sollen wir denn ein kleines Feuer hier machen? Das können wir jetzt so ganz leicht wieder nach hinten schieben. Oder kann man da? Das ist ja ganz klein. Da weiter. Das soll ja nur ganz, auf ganz klein und ganz zart irgendwie. Die sieht ja aus. Und die ist, müssen Sie kosten. Oh! Na, also ich behaupte ja, dass ich Soßen nach der Farbe beurteilen kann. Ja. Diese schrecklichen Soßen, die man oft früher so in deutschen Lokalen bekommen hatte, mit Mehlpappe und so, die haben von der Farbe her, das haben Sie waren gesehen. Waren Sie denn mit dieser Gabe schon mal beim Gottschalk? Nee. Wäre aber eine Möglichkeit, würde ich sagen. Na, das ist unglaublich. Ist schön, oder? Nein, das ist nicht schön. Das ist Wahnsinn. Und ich denke auch, dass der Wein sehr gut dazu kommt. Das ist heller Wahnsinn, so ist das. Heller Kraft Wahnsinn. Und das war nur das, was wir da eben alles gesehen haben, 3 Stunden gekocht, abgegossen. 3 Stunden gekocht, abgegossen. Und dann nochmal irgendwie. Einfach durchgegossen. Und dann das, was übrig bleibt, auf 1/4 reduzieren. Ja. Also nochmal leichter hinköcheln lassen. Und wenn man will, was ich nicht sehr gerne tue, ja, kann man das Ganze nochmal mit Maisstärke abbinden. Ne, was ich allerdings nicht so gerne. Man doch nicht. Nee, das ist so satt. Schau, jetzt mache ich noch einmal, rühre ich das ein bisschen. Ups. Und dann stelle ich es ganz klein. Und ich werde das hier nochmal wenden. 20 Minuten. So, ich hole schon mal meine fertige. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das wird mir alles zu viel hier. So, jetzt hoffe ich, dass die gut stürzbar ist. So. Ja. So sieht das aus. Das ist ja doch schön. Ne? Ich finde auch, man isst ja auch ein bisschen mit dem Auge. Ja, absolut. Und das schneide ich jetzt so wie den Serviettenknödel, den ich immer mache nach dem Rezept meiner Mutter mit dem Faden. Na klar. Klar. Auf die bin ich sehr gespannt. So. Ich habe in der Zwischenzeit das Fleisch jetzt noch mal in die Soße gegeben. Ja. Damit das dann noch mal durchzieht. Genau. Sehr leicht rosa in der Pfanne und dann noch mal ein bisschen nachgaren. Ja. Und da kann man auch, wenn man Gäste hat, die unterschiedlichen Geschmack haben. Die einen mögen es etwas röter, die anderen mehr durch. Dann kann man für den immer noch irgendwie variieren und ein paar bisschen Minuten lassen, 2-3 Minuten, dann ist es umspielen damit, ja. So. Also das ist jetzt alles wunderbar. Sind wir eigentlich schon wieder fast dann sind wir nämlich fast schon fertig. Und wenn nicht sozusagen diese 3 Stunden dazwischen gewesen wären und davon trinken wir dann machen, ja, davon trinken wir noch ein Glas. Ist eigentlich 3 Stunden warten auf die Soße und dann geht das eigentlich ratzfatz. Das ist, diese Filets sind ja so wunderbar, wenn die gut abgehangen sind. Sie haben das ja gleich erkannt. Dann sind die natürlich fantastisch.
Tisch. Es ist ja ganz witzig, dass das eigentlich so völlig aus der Mode gekommen ist, dass man das auch wieder beizt. Ja. Weil der ganze Charakter von dem Fleisch ja völlig. Es muss nur gut abgehangen sein. Ja, wenn es gut abgehangen ist, ist das doch wunderbar, ich wenn das durchschlägt. Fast auch nicht. Ich mache das überhaupt nicht. Und schon gar nicht spicken, was man früher gemacht hat. Das war ja wirklich. Aber es war lange Zeit Mode. Oh, ja, und wie? Danke für diesen Wahnsinnswein. Und ich merke auch schon, was da auf mich zukommt. Eine Explosion. Wir können jetzt langsam zurücktreten, das wird sonst auch zu viel. Wissen Sie, mit den österreichischen Weinen ist das natürlich auch so. Erstens haben die ja auch viel Mist gebaut, wie die Deutschen auch. Zweitens, daraus haben sie gelernt. Daraus haben sie, die Deutschen auch. Und zweitens gibt es ja natürlich auch nicht so wahnsinnig viel. Das sind ja nicht so Riesenanbaugebiete, wir oder? Wir haben jetzt nicht die Kapazitäten, um Europa zu bedienen. Also wie Spanien oder so. Nein. Aber was mich immer so fasziniert oder was ich eben gerne mache, ist, Wein dort zu trinken, wo ich bin. Also ja. Ich finde es ja einen unglaublichen Affront, in Österreich französischen Wein zu trinken oder italienischen. In Italien trinkt auch niemand. Ich trinke in Italien auch nicht. Wenn ich in ein Restaurant geht, werden Sie keinen Chilenen und keinen Australier. Jetzt habe ich, weil ich wusste, dass Sie kommen und weil ich weiß, dass Sie Österreicher sind, bevor ich wusste, dass Sie einen mitbringen, habe ich ein Schloss Gobelsburg, ein Merlot, was aus der gleichen Gegend. Ne? Kramtal. Ja. Bin ich sehr gespannt auch. Sehr schön. Also ich habe ja, mich müssen Sie von der Qualität österreichischer Weine überhaupt nicht überzeugen. Sie sind nur schwer zu kriegen. Sie sind schwer zu kriegen in Deutschland. Aber ich bin schon seit Jahren, ich habe ja vor, weiß ich, wie viel, 15 Jahren, 13 Jahren, habe ich eine Sendung gemacht im ORF, diese Lotto-Show. Und nicht sehr lang. Und da haben wir, also da habe ich den österreichischen Wein kennengelernt. Vor allem den grünen Veltliner, Jamek und diese ganzen Sachen. Na dann, das war damals, auf den grünen Veltliner. Ja. Aber der ist auch der Merlot. Wer denkt, dass das aus Österreich zu einem Rotwein kommt? Ha? So, jetzt würden wir dann probieren, oder? Ich denke, wir können probieren, ja. Jetzt brauchen wir nur Teller. Teller sind da oben. Siehst du, jetzt gucken Sie mal, die Polenta quillt jetzt aus und wird jetzt fest. Die zieht jetzt an. So, dann fange ich mal hier an, würde ich sagen, die Filets rauszuholen. Mein Arzt sagt immer, trinken Sie Wein, aber vergessen Sie nicht, Wasser zu trinken. Weil Wein, dieser Alkohol verdickt das Blut und das Wasser verdünnt es wieder. Guter Freund befolgt diesen Ratschlag vorwiegend mit Schnaps. Also, er trinkt immer einen kleinen Schnaps und ein Glas Wasser dazu, aber das mehrmals am Tag. So. Das sieht auch schön aus, ne? Wunderbar. Ach ja, diese Polenta ist auch sehr schön am nächsten Tag kalt, ein bisschen angebraten. Angebraten, mit ein bisschen Parmesan drauf. Ein wunderbares vegetarisches Gericht auch. So wie ich ja auch meine Serviettendödel, was übrig bleibt, immer gleich im Kühlschrank und dann mit ein bisschen Speck und Ei drüber. Uiuiui, ist das gut. Aber irgendwie noch mal hierher stehen zum Wärmen. So, na, jetzt bin ich aber gespannt. Ich bin auch gespannt. Na was? Wir testen das jetzt. Das essen wir jetzt. Ja, klar. Da führt kein Weg dran vorbei. Und da trinken wir diesen tollen Sexwein dazu. Sexwein? Also, ich meine. So. Das. So ein Wein hat ja schon was mit Orgasmus zu tun. Insofern stimmt ja auch der Name ein bisschen. Absolut. Das sind ja. Unglaublich. Für mich ist es auch was sehr erotisch. Mein erstes Weinerlebnis war mit einem geklauten Sassiskaya. Den haben wir einer Vermieterin geklaut, ohne zu wissen, was wir trinken. Sassiskaya! Und waren Sassiskaya und waren also ziemlich
Es waren ziemlich hinüber. Ich war mal da bei dem Comte. Wahnsinnig. Das ist in Borgeri. Bolgeri. Da wächst ja auch der Orneleier. Das sind ja, das ist so ein Mikroklima. Und das sind nur gute Weine. Ja. Bolgeri. Aber das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich noch mal wild mit Weißwein. Das liegt aber auch daran, dass die Soße wir haben das mal ausprobiert in einem Restaurant in, ja, das ist schön rosa noch, in der Nähe vom Aachensee. Das hat wunderbar funktioniert. Haben wir denn noch ein bisschen von der Soße? Ein bisschen, ja, mehr? Haben wir. Aber hallo. Oh, na Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Das ist ja irre. Geht auf. Mein Gott. Ja. Schmackofatz. Das ist nicht fast. Also ich muss jetzt meinem Freund Helmut Preisinger einen schönen Gruß schicken. Danke dir für diesen wunderbaren Wein. Es ist göttlich. Jetzt probiere ich mal die Polenta. Passt. Für den dürfen wir. Ja, passt doch gut. Für den dürfen wir ruhig Werbung machen, wenn du nur 128 Flaschen hast. Obwohl, 99. Hat er etwas mehr gemacht, weil er naja, trotzdem, die sind natürlich weg. Weg kriegt man ja nicht. Mein Lieber, das ist wirklich, das ist in diesem Sinne ein doppelt dreifaches. Danke für die Einladung.